Der Rostocker Zoo bekam am 28. Juni ein ganz besonderes Geschenk. Der australische Star-Dirigent Nicholas Milton und die Norddeutsche Philharmonie spielten am 28. Juni für den Tierpark ein Geburtstagsständchen. Auf der 21. Klassiknacht drehte sich alles um den 120. Geburtstag des Rostocker Zoos. Wir haben wirklich Stücke von dem Repertoire, von dem großen Orchesterrepertoire ausgesucht, die wirklich mit Tieren zu tun haben. Und das ist ziemlich erstaunlich, wie oft die Tierwelt und die musikalische Welt sich einmischen. Und das haben wir dann ganz lustig und ganz überraschend gemacht. Und es ist einfach viele Überraschungen dabei, wo man nicht irgendwie über ein Tier denkt, aber dann eigentlich, wenn man ein bisschen tief in die Musik sucht, tatsächlich ist ein Tier drin. So spielte das Orchester zum Beispiel Peter Tschaikowskis Tanz der Schwäne oder Nikolai Rimski-Korsakows Hummelflug. Unterstützung erhielt die Norddeutsche Philharmonie von den Opernsängerinnen Judith Österreicher und Takako Onodera. In den vergangenen Klassiknächten investierte der Zoo den Erlös des Konzerts unter anderem in das Polarium. Das wurde 2018 fertiggestellt. Wohin gehen denn jetzt die Einnahmen? Wir sammeln heute für den Naturschutz in der Welt. Das wäre ein Teil. Ein Teil der Einnahmen, ich habe die noch nicht genau im Kopf, werden wir zum Beispiel in ein Projekt stecken für die Baumkängurus oder in ein Projekt stecken für die Geparden oder in ein Projekt stecken für unsere Gibbons. Also das werden wir dann für den internationalen Naturschutz nutzen und ansonsten natürlich für die Verbesserung der Haltung unserer Tiere. Vielleicht kann ich im nächsten Jahr dann ein neues Projekt vorstellen, für das wir dann sammeln. Der Schwan ist so schön und Sie sind alle so schön und Madame besonders Sie. Die 21. Klassiknacht war restlos ausverkauft. Mehr als 3000 Gäste genossen den Mix aus Klassikkonzert und Stand-up-Comedy. Unter das Publikum mischten sich auch drei Minister Mecklenburg-Vorpommerns. Die Natur ist ja ein einzigartiges Kunstwerk und das mit musischer Idee zu verknüpfen, das ist wirklich immer wieder ein tolles Erlebnis. Und außerdem schätze ich Herrn Udo Nagel ja sehr, der ist ja auch unser Vorsitzender des Zooverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Also ich habe auch schon durchgehalten hier bei Dauerregen, das stimmt. Insofern freue ich mich heute ganz besonders, dass das Wetter genauso scheinen wird, wie schön die Musik sein wird. Ja, das ist ja ein Jubiläum heute und das wollte ich mir einfach nicht entgehen lassen, das mitzubekommen, denn diese Konzertreihe zeugt ja auch immer für viel Qualität und für einen schönen Abend. Und heute ist so ein Sommerabend, also ich freue mich schon sehr darauf. Die Klassiknacht ist nicht das einzige Highlight im Zoo-Jubiläum. Mit einer Jazznacht, dem Karneval der Tiere, mit den Festspielen MV sowie einem großen Zoofest und vielem mehr erwartet die Besucher ein spannendes Zoo-Jahr.